Herzlich willkommen, Blender-Freunde, zu unserem nächsten Part unserer Winterserie. Ich hatte eine kleine Pause eingelegt. Ich hatte noch einige Projekte am Laufen. So, dann lasse ich euch nicht mehr weiter warten. Dann jetzt geht's los. Also, wir sind stehen geblieben bei unseren Steinen und Felsen. So, in diesem Part wollen wir uns um unseren Berg kümmern. Ja? Wir bereiten schon mal alles wieder vor. Wir gehen einmal auf Layout. So. Jetzt haben wir den Rocks-Ordner, unseren Stein. Die blenden wir mal weg. So. Assets rein. Okay, blenden wir Assets auch noch weg komplett. So. Okay, jetzt gehen wir auf unsere Landschaft. Klicken das mal ein. Ja. So, jetzt haben wir unsere Berglandschaft hier. So. Gut. Wir blenden mal unser Land aus. Und unser Haus auch noch, dass wir nur unseren Berg sehen. Das ist unser Berg. So, den haben wir jetzt erstellt mit unserem Add-on. Ja, mit dem Landscape Add-on. Und das haben wir auch gut, dass wir es auch so gemacht haben, weil wir diesen Tool jetzt nochmal in Angriff nehmen. Wenn wir unseren Berg jetzt mal so anschauen, ja, hat er so eine schöne Struktur, die entlang nach unten geht. Und wenn man sich die Berge mal richtige Berge jetzt auf Fotos mal anschaut in Google oder so, da haben die diese Klippen und so weiter, wenn es also geschneit hat, so eine Art Verlauf, die nach unten geht, ja? Also alles, was oberflächlich drauf ist, ist immer Schnee, dann lackert sich das nur noch Stück für Stück runter, ne? Und das müssten wir eigentlich per Hand alles bemalen, ja? Also eine Vertex Group erstellen in der Stellen, wo der Schnee liegen sollte. Und als Referenzbild musste man sich dann ein Google-Bild mal raussuchen und dann würden wir 2 Stunden hier rumsetzen und die Verläufe malen. So, aber das Schöne ist an diesem Tool, dass diese Arbeit durch diesen Tool ersetzt wird. Wir gehen einmal auf N und ich schalte wieder auf Screencast. Warum funktioniert das wieder nicht? So, jetzt. Okay, dann gehen wir auf Create hier. So. Und das Schöne ist an diesem Tool, weil wir das ja damit erstellt haben, dieser Tool erstellt uns diese Arbeit, diese Vertex Groups. So, wir haben hier verschiedene Arten von Tools hier. Das für unser Tutorial hier ist für mich nur eigentlich, ja, Weight from Slope. Ja, das ist ein schöner Verlauf. Ich zeige das einfach mal. Wenn wir hier jetzt Weight from Slope anklicken, so, da fragt uns gleich, welche Methode. Ja, wir sagen gleich in der Z-Richtung. Das ist das, was wir wollen. Dann klicken wir auf OK, warten ab. So, das war schon. Der hat uns sofort, also die Arbeit uns abgenommen. Ja, und dieser Vertex Group, der hier jetzt erstellt wurde, da, Slope. Mit diesem Vertex Group können wir jetzt arbeiten in unserem Shade Editor und den Schnee mit unserer Textur abtrennen. Ja, und dann diesen Verlauf auch genauso nutzen, wie es hier abgebildet ist. Perfekt, das sieht ja schön aus. So, da verbleiben wir auch, den belasse ich jetzt so. Als nächstes, damit wir auch das nutzen können, in unseren Shade Editor, das ist ja immer noch ein Vertex Group, ja? Dann müssen wir erstmal eine Color-Attribute erstellen. So, damit wir diese Color-Attribute in unserem Shade Editor nutzen können. So, dann gehen wir auf Plus, erstellen jetzt gleich eins, benennen das so, wie es auch hier steht, denke ich mal. Slope Color. Und okay.
So, jetzt haben wir unseren Call-Attribut erstellt, aber hier ist ja noch nichts drin. Ja, wir brauchen diese Daten hier. Diese Daten brauchen wir hier rein. So, wie machen wir das? Da gehen wir jetzt einmal auf Texture Paint oder White Paint, Vertex Paint, Vertex Paint. So, dann gehen wir auf White Paint, also hier auf Paint hier. Vertex Color from Weight. Also Vertex Paint, ja, Paint und dann Vertex Color from Weight. So, den klicken wir jetzt drauf. So, und nachdem wir drauf geklickt haben, erstellt er uns die Daten von unserem Vertex Group. Ja, das ist der. So, das sieht man jetzt hier nicht so stark, aber das erkennen wir nachher, wenn wir das mal auf dem Shade Editor eingesetzt haben. Okay, dann gehen wir jetzt einmal auf Shading. So, wo ist unser Berg? Einmal hier. So, haus rein. Okay, da ist unser Berg. So, wenn ihr es jetzt nicht auf Anhieb hier auf dem Bildschirm habt, einfach auf ein Komma drücken. Ein bisschen rausskalieren. Ja, nicht zu groß. So, rausskalieren, rausskalieren. Super, schön, da haben wir dich. So, auf 0 drücken, Kameraansicht. Setze das mal ein bisschen weiter runter. Okay. So, gut. Jetzt gehen wir einmal wieder auf Object Mode. Jetzt haben wir unseren Berg hier. Wir sind noch auf ja, Shade View. So, und dann gehen wir mal einmal auf Shade und drücken auf New Material. Sagen Mountain. So benennen wir den. Yep. Okay, dann suchen wir uns erstmal eine schöne Textur aus. Ich habe mir schon eine rausgesucht. Den Link dazu werde ich in der Videobeschreibung reinlegen. Klicken unser BSDF, ja, und dann Steuerung Shift T. Dann gehen wir auf Texturen. Rock, das ist meine Textur, die ich dafür einsetzen möchte. So, dann wollen wir mal Displacement, Normal Map, Rawness, Ambient Occlusion und drauf. So, wenn ihr merkt, die Textur ist nicht richtig drauf oder sieht man überhaupt nicht oder erkennt man nicht, das liegt daran, weil wir noch kein UV-Map erstellt haben. Wir haben für unser Berg noch kein UV-Map erstellt. Dann gehen wir einmal auf Edit. Ja. A für alles selektieren. Jetzt ist der Screencast schon wieder weg. So. Also A, alles selektieren. So, und dann UV Map Unwrapping. Jetzt warten wir einen Moment. Dauert einen kleinen Moment. So, fertig. Edit-Modus hier raus und schon haben wir unsere Textur auf unserem Berg drauf. Bis jetzt alles schön und gut. Gut, jetzt gehen wir wieder auf Kameraansicht mit 0. Genau, schauen wir uns das mal an. Okay. Ich finde, dass wir die Textur etwas vergrößern. Ja. So, machen wir mal 3. Oder machen wir mal 6. Oh, das geht, das geht. Okay, alles klar. Jetzt haben wir unsere schöne Textur auf dem Berg. Ja, das ist schön abgelegt. Das mehr brauchen wir auch gar nicht. So, und jetzt fangen wir mal an, unsere Schneelandschaft mit unserem Vertex Group, Vertex Color einzurichten. So, dann skalieren wir den etwas mal rüber. So. Na. Okay, ziehen das bisschen hier hoch, damit wir was sehen können. So, das ist jetzt unsere Textur, das auf dem Berg. So, jetzt ziehen wir das mal zu etwas weiter nach rechts. So, noch mehr. Okay. So, jetzt haben wir hier unseren BSDF. Ja. Shift D, duplizieren den und schieben das mal hier rüber. Erstmal. Okay. Als nächstes, Shift A, holen wir uns einen Mix Shader.
Da. Den platzieren wir hier rüber. Und diesen weißen, den nutzen wir jetzt als Schnee und platzieren das mal hier rüber. So, jetzt haben wir den Textur mit dem einem ganz einfachen weißen Textur gemixt. Und schon sieht das so hell aus. Ne? Sieht nämlich so hübsch aus. Und jetzt wollen wir den Mix-Shader, diesen Faktor, mit unserem Vertex-Color implantieren, ja? Also multiplizieren sozusagen. Wir gehen auf Shift A, holen uns ein. Da haben wir es. Color-Attribut. So, dann gehen wir mal rein hier. Und wenn ihr hier reingeht, da sehen wir unseren erstellten Color-Attribut. Den klicken wir uns an und setzen den mal hier in den Faktor. Jetzt warten wir einen Moment. So, hat sich noch nicht viel geändert. Ist alles gut. Jetzt ziehen wir den mal ein bisschen zurück. Den ein bisschen höher. So. So. Okay. Damit wir jetzt den Verlauf dieser Vertex Group ein bisschen auseinanderhalten können, brauchen wir ein Color Ramp. So, Converter, Color Ramp, hier rein. So, und jetzt fangen wir an, hier ein bisschen mal rumzuspielen und seht, was passiert. Ah, das sieht ja richtig gut aus. So, gehen wir ein bisschen näher ran. Alles klar. So, und wenn wir das nochmal in Cycles mal anschauen. Ja, das sieht doch richtig schön aus. Das ist das, was ich meinte. Jetzt haben wir durch diesen Vertex Color Attribut, den wir von dem Vertex Group erstellen lassen haben, sozusagen den Schnee mit der Steintextur herausgetrennt. Ja? Und jetzt können wir das hier nochmal variieren. So ein bisschen zurück vielleicht. Ja, so, das sieht doch richtig schön aus. Ja, das sieht gut aus. Jetzt könnte man noch mehr rumspielen, ja? Man könnte noch vielleicht eine Noise-Textur über diese Schneeflächen noch reinsetzen. Dann kriegt man so einen leichten, ja, so einen Kick. Also sieht noch realistischer aus, finde ich. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt wirklich optional. Normalerweise können wir das schon so behalten, aber ich setze mal noch ein neues Textur rein. Ja, wie machen wir das? Ja, wir setzen wieder ein Mix-Color diesmal. Ein Mix-Color. So. Okay. So, und dann jetzt ein neues Texture. Der ist hier. So, und diesen Faktor setzen wir mal hier rein. So, ihr habt es gerade gesehen, was passiert ist. So, jetzt könnten wir hier mal die Skalierung etwas auf 10 setzen von unserer Noise Textur. Okay, jetzt haben wir hier 10. Sieht eigentlich schon nicht schlecht aus. So, mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das nochmal Schnee bedecken. So, oder hier ein bisschen näher ran. Bisschen Kontrast erhöhen. Okay, sieht auch schön aus. Gut, jetzt könnten wir hier noch mal ein bisschen rumspielen. Ich sag mal, ich mache mal 20. 20, ja. So. Genau. Also das ist so eine Art dieser Noise, wenn man das jetzt mal rausnehmen würde, ich nehme mal kurz mal Noise-Textur raus, da hat man, oder sollten wir mit einem Color reinsetzen? Wir versuchen das mal. Ne, ist dasselbe Effekt. Okay. So, wir haben ja durch die Noise-Textur, haben wir nur erreicht, dass diese Color-Attribute, die wir gemacht haben, ein bisschen verteilt auf dem Berg, ja? Am besten kann man das nochmal auf mit Steuerung T, wenn man Steuerung T drückt und dann hier nochmal zum Beispiel die Sache skaliert. Nochmal 5. So, dann seht ihr sofort diese Rillen hier. Seht ihr das? Ich mach's mal wieder. Ich mach mal wieder auf 0. So,
Jetzt ist das schön glatt hier, ja. Und wenn wir das skalieren, sagen wir mal, ja, machen wir 20. So, dann seht ihr auch eine Struktur. Ja, ne? Die Noise-Textur, die erkennt man jetzt ein bisschen mehr hier. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da. So, und ja, dann ist das sozusagen euer Gefallen, wie ihr das haben möchtet. Ich setze mal hier wieder auf 2, bisschen weiter runter. So, das ist dann euch beliebig. Also, so könnte man unseren Berglandschaft erstellen. So, das sieht da richtig schön aus. Alles klar. Das war jetzt nur eine kleine Optionalgeschichte, ja. Je nach Rechenleistung müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. So, unsere Berglandschaft ist soweit fertig. Und in dem nächsten Part fangen wir an, unsere Insel mit einer Textur abzulegen. Besser gesagt, da, wo kein Schnee liegt. Aber wie gesagt, das im nächsten Part, ja. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.